Ja, Magic Paradis vom Laufvermögen her, es geht ja auch um die Dreierwette. In der Dreierwette kann auf jeden Fall zu finden sein. Ist jetzt einmal ein erster Start nach dem Derby. Da wirst du wahrscheinlich jetzt nicht alles gleich rausfahren, aber ein ruhiges Rennen von hinten und schauen, was er schon zum Leisten imstande ist. Also wird dann die 2-3 angemeldet, ich werde ein sehr ruhiges Rennen fahren und werde die letzte Halbe versuchen, dass man, glaube ich, einen zweiten, dritten Platz, ich glaube Nummer 8, den habe ich im Video gesehen. Ich glaube, der wird schwer zum Schlagen sein. Aber für mich ist nur das Wichtige, dass er glatt läuft. Check bei BMG, Dreierwette, Jackpot-Rennen. Dort willst du landen, in der Dreierwette nämlich, also unter den ersten drei. So zweiter, dritter wäre wahrscheinlich der große Wunsch. Die Ausgangslage, sag mal, ist gut, er kann gut beginnen. Von dem her ist es nicht ganz unmöglich, aber da sind schon einige starke Pferde drin. Ja, es sind einige starke Pferde drinnen, das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, wenn ihr durch die gute Ausgangsposition ein gutes Rennen kriegt, dass wir wirklich dabei sein können. Das dritte Rennen, da wird Dreierwette ausgespielt, Kleeblattlauf. Salve Donatella, die hat zweite Reihe, aber denkt, das ist kein Problem. Sie hat zuletzt nach Pause in Straubing auch aus der zweiten Reihe gewonnen. Vor allem sehenswert der Vorstoß dann aus der vierten Position außen liegend, wie schnell die dann an den Gegner vorbei war. Also das ist für mich sowieso meine Siegerin des Tages. Ja, es ist richtig. Wir wussten noch nicht genau, ob sie aus der Pause, sie hatte genug Arbeit, aber ob ein Rennen fehlen würde. Ich hatte mit ihr letztes Jahr schon 2 oder 3 Rennen vorher gewonnen. Ich kannte sie und da hatte ich aber immer von der Spitze aus gewonnen mit ihr. Und da hatten wir zweite Reihe, Start Nummer 10. Ich habe sie dann einfach nur im Rennen gehalten und habe sie dann die letzten 700 Meter geschickt. Und sie hat eine enorme Grundgeschwindigkeit und sie kann von vorne gehen, sie kann von hinten gehen. Also die zweite Reihe ist kein Nachteil. Vielleicht auch noch besser jetzt die ersten Starts. Aber sie kann ein Rennen auf 150 Meter entscheiden. Sie ist so extrem schnell und von daher die Gegnerschaft ist überschaubar. Und das Rennen wird sie noch gefördert haben. Sie hat weiterhin super trainiert und auch da bin ich wirklich optimistisch. Ja, im Kleeblattlauf, Dreierwette, Jackpot-Rennen, da sind gleich 2 Pferde aus deinem Trainingsquartier, beziehungsweise aus eurem Trainingsquartier am Ablauf. Zacapa, gesteuert vom Ari Kalinkowski, der läuft momentan sehr, sehr starke Rennen. Der sollte auch da wieder eine gute Figur abgeben. Ich denke, so ein zweiter, dritter, vierter Platz wieder möglich. Ja, also wir werden heute versuchen, an die Führung zu fahren. Da ist der Ari eh der Richtige. Der macht ihm schon Beine, der ist gut hinter dem Auto, Ari. Zacapa kann es auch und die Nummer passt diesmal und von vorne ist ein anderes Pferd. Da ist er stärker wie aus dem Feld. Und dann schauen wir mit Salve Donatella, wenn die so geht wie in Straubing, dann ist das für mich auch wieder der Favorit. Aber ich glaube, dass wir so zweiter, dritter, vierter schön dabei sein können. Den Zanetti hast du wieder zurück, sage ich einmal. Der war ja schon mal bei euch. Probelauf war sehr, sehr stark. Wird aber wahrscheinlich dennoch einmal ein Anstartrennen werden, ein ruhiges, obwohl du seine Startschnelligkeit und die Nummer 1 dennoch ausnutzen wirst, um eine gute Lage zu finden. Genau, das gilt als Aufbaurennen, dieses Rennen. Und natürlich, die Nummer passt und da brauche ich nicht viel fahren oder nicht viel machen am Start. Gehe in die Innenspur, glaube ich sowieso normalerweise, wenn nichts schief geht. Und und dann bekommt er Rennen, geht zum Schluss was auf im Einlauf, lass ich ihn runterlaufen. Wenn nicht, dann hat er ganz ein normales Anstart-Aufbaurennen.